Ja, Ortswechsel, Christian. Wohin hast du uns jetzt hier geführt? Also wir befinden uns jetzt hier auf dem Malzboden. Das ist unser Malzlager. In großen Brauereien hat man große Malzsilos. Wir haben hier Sackware, 25 und 50 Kilo Säcke. Und hier wird das Korn wird hier gelagert und geschrotet. Wann nennt man Getreide Malz? Ja, es ist eine sehr interessante Frage. Und zwar haben wir hier für unser untergäriges Bier, das ist dann noch so ein kleiner Unterschied, ob man ober- oder untergärig braut, haben wir hier Gerstenmalz. Und dieses Gerstenmalz, ja, diese Gerste, kennt man ja, das ist dann meistens so eine zweizeilige Sommergerste, die der Bauer zur Melzerei bringt. Dort wird das Korn zum Keimen gebracht. Und wenn das Korn zum Keimen gebracht wird, werden Enzyme aktiviert, die in der Lage sind, aus der Stärke Zucker zu machen, um das Korn zum Wachsen, zum Keimen zu bringen. Mhm. Dieser Prozess wird dann durch Trocknung, das nennt man Darren, ja, auf einer Darre wird dieser Prozess gestoppt. Malz ist dann zum Keimen gebrachtes und getrocknetes Getreide. Mhm. Diesen Prozess nennt man dann Vermelzen. Dieses Malz, wie macht man das eigentlich? Genau, dieses Malz, sagen wir mal jetzt ganz schnell, dass wir das zum Keimen bringen und dann trocknen. Entschuldigung. Kann man dieses Malz natürlich auch bei unterschiedlichen Temperaturen, kann man dieses Malz auch trocknen. Zum Beispiel haben wir hier unser Pilsener Malz, also eins der helleren Malze. Ja, in diesem Malz ist die meiste Stärke und die meisten Enzyme noch vorhanden. Das eignet sich sehr gut, um leicht die Biere zu brauen, die viel vergärbaren Extrakt für die alkoholische Gärung zur Verfügung stellen. Oder dann das extreme Gegenteil ist dann ein Röstmalz, was dann wirklich wie Kaffee bei 220 Grad in der Trommel geröstet wird. Und zwischen diesen beiden Farben, zwischen ganz hell und ganz dunkel, kann man zig verschiedene Farben vom Malz erzeugen. Also man, dieses Vermelzen macht man mit Temperatur zufügen? Mit Temperaturen. Sagen wir mal, es ist ein großer Ofen und da fährt man mit Temperaturen durch, sagen wir mal von 60, 70 Grad oder 220 Grad und erzielt so verschiedene Farben und Aromen natürlich auch. Mhm. Ja. Das wäre dann also Dunkelbier hier wahrscheinlich? Ja, wobei man muss sagen, dass wenn man jetzt ein Schwarzbier braut, dass man von diesen Röstmalz trotzdem höchstens 10% oder so nehmen würde, weil sonst zu verbrannt schmecken würde das fertige Bier. Mhm. Und außerdem ist in diesen schwarzen Röstmalz auch, sind keine, ist alles verbrannt. Es ist keine Enzymaktivität mehr und auch keine Stärke vorhanden. Deswegen nimmt man zum großen Teil, zu 90% meistens auch noch eins von diesen helleren Malzen, die für die alkoholische Gärung dann für den Extraktlieferant wichtig sind. Also so wie hier oben, hier sieht man ja auch, dass alles gemischt ist oder zumindest verschiedene Sorten durcheinander gemischt. Genau, das ist unsere Schüttung fürs Bockbier. Mhm. Ne, das Malz, was man braucht für den Sud, nennt man Schüttung. Und da sieht man wirklich, dass wir hier helle Malze haben. Hier haben wir Pilsener, Wiener, Münchner Malz, alles gute Malze mit Enzymaktivität und Stärke. Und nur einen kleinen Anteil an diesen Röstmalzen. Ne? Also da haben wir verschiedene Röstmalze mit drin und wenn man daran riecht, dann riecht man auch, dass es hat ein Kaffeearoma. Aber halt, man sieht auch den Anteil, ist nicht richtig, aber sind vielleicht 10% von diesen Röstmalzen maximal. Hm? Muss ich mal ausprobieren. Unbedingt. Mal riechen. Unbedingt. Hier, ja? Ja, ja, einfach zack in die Hand und dann, es riecht wie Muckefuck. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Wie Muckefuck, ja. Malzkaffee. Muckefuck, ja. So, genau. Und es bringt halt nur die Farbe und den Aroma mit rein ins Bier. Aber wie kommt es jetzt hier oben aus eurem Boden unten in die Tanks? Interessant. Wir haben hier unter diesem Schrotrumpf, wo sich jetzt unsere Schüttung befindet, haben wir eine Zwei-Walzen-Mühle. Und diese Zwei-Walzen-Mühle macht eigentlich nichts anderes. Sie bricht bloß das Korn auf. Ja. Ach so, wird nochmal behandelt, wird nochmal aufgebrochen. Genau, dieses Korn, ich hatte gerade hier schon eins, ich weiß nicht, ob der Kameramann es sieht. Wenn man jetzt hier dieses Malzkorn, wenn man das jetzt aufbricht, dann sieht man dort ein Weiß, da sieht man diese Stärke. An die müssen wir rankommen, an diese Stärke. Mhm. Ja, diese wollen wir zu Zucker umwandeln, unten während des Prozesses des Maischens, was jetzt gerade unten läuft. Mhm. Um Zucker für die alkoholische Gärung zur Verfügung zu stellen für die Hefe. Und dafür wird das Korn aufgebrochen in einer Schrotmühle. Das reicht? Man könnte ja jetzt auch sagen, warum nicht gleich Mehl nehmen?
Ja, in Großbrauereien, da hat man eine Hammerschlagmühle. Da haben sie aber andere Filterverfahren. Da wird mit einem Maischefilter wird da gearbeitet. Da kann man das Schrotgut oder das Korn viel weiter, viel feiner schroten. Ja, fast schon zermahlen. Aber da wir mit den Läuterbottich arbeiten, mit diesen Schlitzsiebboden, müssen wir ein Stück der Spelze immer halten bleiben, die dann später diese natürliche Filterschicht für uns bildet. Mhm. Ja? Hat alles seinen Sinn. Hat alles seinen Sinn, genau. Im Ausland, das sollte man vielleicht noch erwähnen, im Ausland darf man auch, also wenn nicht nach deutschem Reinheitsgebot gebraut wird, kann man auch Enzyme verwenden. Das heißt, man nimmt einfach eine Rohfrucht, einfach eine Gerste, zermahlt die und gibt dann künstliche Enzyme dazu, damit diese die Stärke zu Zucker umwandeln. Nach dem deutschen Reinheitsgebot ist es zum Glück nicht zulässig und so ist es. Aus diesem Tank fällt dann quasi das Malz in den Brecher, ja? Oder? Genau, also hier durch das Schwergewicht fallen die Körner aus dem Schrotrumpf durch die zwei Walzmühle und werden hier durch einen Kettenförderer, sogenannten Kettenförderer, unten weggezogen. Wenn sie schon gebrochen sind. Wenn sie gebrochen sind, ganz genau. Aus der Mühle fahren sie runter und fahren sie dann hier in den Elevator oder Kettenförderer und fallen in unseren Schrotrumpf hinunter. Das ist dieser Trichter da vorne. Das ist der Trichter hier vorne. Und wenn das geschrotete Malz im Schrotrumpf liegt, kann man von dort aus wieder mit dem Kettenförderer weiter das Schrotgut, also das Schrot, befördern. Durch ein Fallrohr fallen lassen in unsere Maischepfanne. Das ist das Rohr, was wir vorhin gesehen haben, was genau. Dieses Kupferrohr, was in den Kupfer. So, und man sagt dem Trichter, dass er das Schrotgut nach unten befördern soll, hier mit diesem Knopf. Genau, wir haben hier einmal haben wir für die Schrotmühle, für die zwei Walzenmühle haben wir halt den Bedienknopf für den Motor und hier einmal den Knopf für das Kettenlaufwerk, also für den Elevator. Und das soll ich jetzt bedienen, weil du da drüben irgendwas anderes machen genau, musst. Genau, das wäre gut, wenn du jetzt beides gleich anmachst, dann gehe ich nach oben und hole mal eine kleine Schrotprobe nach unten, dass wir uns die nochmal angucken, wie unser Schrot aussieht, bevor es in die Maischepfanne fällt. Also erst hier und dann da? Erst hier und dann da, genau. Gut. Alles klar. Toi, toi, toi. Ja. Du sagst, wenn es losgehen kann? Ja. Kann ich? Jetzt kannst du in der rechten, kannst du schon mal anmachen. Ja. Und jetzt den Knopf drücken, bitte. Jawohl. Das ist jetzt schön klein gehackt. Ja, also man kann hier eindeutig erkennen, man sieht hier schön unsere Stärke, ist schön aufgebrochenes Korn. Und was ganz wichtig ist, dass die Spelze noch erhalten ist. Dass die Spelze erhalten bleibt und uns unsere natürliche Filterschicht auf den Läuterbottich-Siebboden bildet. Ja, bei mir ist jetzt Günther Sackel, der Betriebsleiter hier im Brauhaus Spandau. Herr Sackel, das Brauhaus ist ein historisches Gebäude, man sieht's, aber hier wurde nicht immer Bier gebraut, sondern was fand hier früher statt? Es war früher mal eine Heeresdampfwäscherei. Das heißt, man hat hier die Uniformen von den Soldaten gewaschen. Und auch in der Nähe befand sich auch noch eine Heeresbäckerei. Also das Heer hatte sich hier eigentlich sehr groß ausgebreitet in Spandau.
Und wozu brauchte man den Schornstein? Der Schornstein, da wurde das Wasser aufgeheizt, also es wurde quasi eingeheizt. Und hier hinter uns befindet sich auch das alte Kesselhaus. Da standen dann die großen Kessel drinnen, wo dann eben die Wäsche gewaschen oder ausgekocht wurde. Das ist jetzt auch ein Lokal von Ihnen hier, dieses ehemalige Heizhaus. Ja, bei uns ist es ein Veranstaltungsraum. Wir haben da Platz für 80 bis 100 Personen und da machen wir eben so geschlossene Veranstaltungen, Hochzeiten, Geburtstage, Weihnachtsfeiern und eben Familienfeiern. Wir sind eine Gasthausbrauerei, das heißt, wir brauen unser Bier selbst und alles, was wir hier brauen in unserem Haus, das schenken wir eigentlich zu 95% auch hier im Haus aus. Mhm. Wir haben einen relativ großen Biergarten, wie Sie auch sehen, und relativ viel Plätze auch im Haus. Wir haben knapp 350 Plätze im Haus. Wir haben dann im September dann auch noch mal ein kleines Zelt zu stehen, wo wir noch mal 200 Plätze haben, wo wir dann unser Oktoberfest auch drinnen veranstalten. Und ja, wir brauen eben unser Bier selbst und das ist das Besondere bei uns hier. Nun konnten wir ja heute so ein bisschen den Brauprozess auch begleiten. Kann man das sonst als Besucher eigentlich auch machen? Ja, man kann gerne eine Führung bei uns auch buchen. Ab 10 Personen machen wir Gruppen individuell die Führungen und man kann auch den Braukurs bei uns hier besuchen. Fast jeden Dienstag findet ein Braukurs statt, wo man den Brauer dann über die Schulter guckt, wo man dann beim Brauen aktiv mit dabei ist, wo man eigentlich den ganzen Tag mit den Brauern unterwegs ist und natürlich auch das Bier probiert. Und Sie haben sogar ein kleines Hotel noch hinten dran. Ja, wir haben 7 kleine Zimmer, sage ich jetzt mal dazu. Es sind 5 normale Doppelzimmer, 2 größere Zimmer, alle relativ hinten raus zum Blick auf die Havel und ja, in den ruhigen Biergarten, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich von Leuten, die hier eine Feier machen, hauptsächlich gebucht auch? Nee, es sind viele Firmen, die jetzt hier in Spandau auch sind, also BMW und Siemens, Osram, die ihre Monteure eben durch die ganze Welt schicken und die kommen dann auch immer sehr gerne zu uns hierher, weil sie dann auch hier ein vernünftiges Bier zum Feierabend trinken können. Und das Bier, was Sie hier brauen, das heißt? Das ist unser Spandauer Hafebräu. Das ist unsere Hauptsorte, die wir das ganze Jahr über anbieten. Und wir haben saisonal immer wechselnde Biere. Für jeden Monat eigentlich ein anderes Bier. Jetzt zur Zeit haben wir Spandauer Dunkel am Hahn. Und was zu essen gibt es auch? Zu essen gibt es auch immer was, genau.